Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Wirtschaftsbeirats Bayern. Die Covid-19-Krise stellt den Tourismus vor enorme Herausforderungen. Gastronomie und Hotellerie waren die ersten Betriebe, die geschlossen wurden. Und sie werden wohl die letzten Unternehmen sein, die wieder zu einem normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren können. Trotz der dieser Tage beschlossenen Lockerungen. Der Flugverkehr ist praktisch zum Stillstand gekommen. Die Bahnen mussten Umsatzeinbußen in Höhe von 70-90% hinnehmen. Die mittelständisch geprägten Busbetriebe bedienen nur noch den öffentlichen Personennahverkehr. Fernbusreisen, Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten finden nicht mehr statt. Die Messe München rechnet frühestens mit Beginn des Jahres 2021 mit den ersten größeren Veranstaltungen. Mehrere große Reiseveranstalter Deutschlands haben Staatshilfen beantragt und nahezu alle haben ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Neben den großen Unternehmen der Branche betrifft die Covid-19-Krise aber auch jene Vielzahl von Kleinstbetrieben, Selbstständigen und freiberuflich Tätigen, die oftmals das Gesicht für den Gast sind. Sie besitzen häufig noch nicht einmal die notwendigen Strukturen, um überhaupt Förderanträge zu stellen. Der Tourismus in Bayern ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und ein großer Arbeitgeber. Er gibt beinahe doppelt so vielen Menschen Lohn und Brot wie die bayerische Automobilindustrie. Seine Arbeitsplätze würden Bayern auch dauerhaft erhalten bleiben, weil sie eben nicht ins Ausland verlegt werden können. Um möglichst viele Betriebe und Arbeitsplätze zu retten, fordert der Tourismusausschuss des Wirtschaftsbeirats Bayern folgende Maßnahmen. Erstens, Schutz der Gesundheit hat oberste Priorität. Aber bitte auch an die Überlebensfähigkeit der Unternehmen denken. Unsere Gastgeber in Bayern haben eine langjährige Erfahrung im Umgang mit Gästen und wissen, was geht und was nicht. Sie haben ausgefeilte Hygiene- und Abstandskonzepte entwickelt, um eine sichere Öffnung ihrer Betriebe zu gewährleisten. Und keiner wird, gerade nach den Erfahrungen aus den österreichischen Skiorten, das Wohl seiner Gäste und den Ruf seiner Destination leichtfertig aufs Spiel setzen. Zweitens. In der Covid-19-Krise droht der volkswirtschaftliche Verlust an unternehmerischer Substanz. Tourismusunternehmen und Hotel- und Gaststättengewerbe stehen hier exemplarisch für viele Bereiche der Wirtschaft. Selbst nach einer Rücknahme aller Restriktionen werden Neustart und Revitalisierung keine Selbstläufer sein. Die Frage der Öffnung muss unbedingt auch vor dem Hintergrund enormer Kosten der Wirtschaft und den mehr als 500.000 Arbeitsplätzen gesehen werden. Drittens, wir fordern eine klare Perspektive für die Tourismusbranche. Partielle Lockerungen hat die bayerische Staatsregierung vor wenigen Tagen bereits bekannt gegeben. Ein genauer Zeitplan für eine vollständige Rückkehr in die Normalität steht aber noch aus. Unternehmen brauchen aber verlässliche Planungsgrundlagen. Sie müssen kalkulieren können, ob es tragbar ist, einen Kredit aufzunehmen, um neu zu investieren. Sonst laufen alle kreditbasierten Fördermaßnahmen ins Leere. Außerdem müssen die Beschränkungen im Warenverkehr und der Mobilität der Arbeitskräfte schnell und europäisch abgestimmt wieder aufgenommen werden. Also Grenzöffnungen so zügig wie möglich. Viertens, die Anforderungen an Unternehmen müssen einheitlich und klar definiert werden. Aber bitte nur eine Definition der Ziele, keine Umsetzungsdetails. Wir empfehlen dringend, in alle Entscheidungen Fachleute mit einzubeziehen und keine Entscheidungen vom grünen Tisch zu fällen. Fünftens, die Unternehmen, die jetzt ums Überleben kämpfen, sollten sich auf die Bewältigung der Krise, den Wiederaufbau und die Neuausrichtung beim Hochfahren konzentrieren können. Deshalb keine neuen bürokratischen Vorschriften und deshalb auch keine neuen Vorschriften und Belastungen im Steuer-, Sozial-, Arbeits- und Umweltrecht. Die Betriebe müssen wieder in die Lage versetzt werden, zumindest kostendeckend, besser noch gewinnorientiert arbeiten zu können. Sechstens, bei der Digitalisierung müssen wir jetzt die Chance ergreifen, die Investitionen in die digitale Infrastruktur zu steigern und Fördergelder insbesondere für solche Zwecke bereitzustellen. Nur so kann die Wirtschaft mit hoher Investitions- und Innovationsdynamik den Wiederaufschwung und die Neuausrichtung
auch im Tourismus beschleunigen. Beispiele können hier sein: digitale Angebote aller bayerischen Museen, Aufbau einer bayernweiten Informationsplattform von Unterkünften sowie Verkehrs- und Parkleitsysteme zur Besucherlenkung. Siebtens. Die Tourismusbranche in Bayern lebt einerseits von den Gästen, die nach Bayern einreisen, und andererseits von den Reisenden, die aus Bayern ihre Urlaubsreisen antreten. Beide Richtungen sind derzeit aufgrund von Reisewarnungen, Grenzschließungen und internationalen Einreiseverboten verschlossen. Es muss im Interesse Bayerns liegen, dass sowohl die Einreise von Gästen aus dem Ausland als auch die Abreisen in ausländische Destinationen so zügig wie medizinisch verantwortbar wieder möglich sind. Achtens, die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf 7% für alle gastronomischen Dienstleistungen und Waren für zunächst ein Jahr kann nur ein erster Schritt sein. Die Effekte der Covid-19-Krise werden die Tourismusbranche noch viele Jahre begleiten. Deshalb muss auch im Bereich der Umsatzsteuer den Unternehmen Planungs- und Kalkulationssicherheit geboten werden. Insbesondere die Umsatzsteuer, die unmittelbare Auswirkungen auf die Endkundenpreise hat, spielt hier eine entscheidende Rolle. Sie muss dauerhaft bei 7% bleiben. Neuntens, Ausbau der staatlichen Soforthilfeprogramme mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen. Die bisherigen Förderinstrumente basieren in erster Linie auf Krediten. Es gibt aber auch für Unternehmen Verschuldungsgrenzen, über die hinaus weitere Kreditaufnahmen nicht tragbar sind. Deshalb sind gerade für die Tourismuswirtschaft mit ihrer branchenspezifisch geringen Kapitalausstattung nicht rückzahlbare Zuschüsse unabdingbar. Mit dem Blick in die Zukunft und auf eventuell notwendig werdende Sparmaßnahmen seitens der bayerischen Landkreise und Kommunen muss verhindert werden, dass die staatliche Unterstützung der örtlichen Tourismusorganisationen nicht einfach gekürzt wird. Wenn Kürzungen, dann bitte verbunden mit nachhaltigen Restrukturierungsmaßnahmen. Vielleicht könnte die Covid-19-Krise sogar ein Katalysator sein für eine Diskussion um ein eigenes Landestourismusgesetz, ähnlich dem des österreichischen Bundeslandes Tirol. Vielen Dank.